Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Handy oder heutzutage auch Smartphone-Generation genannt Smombie. Was ein Smombie sind, wer es noch nicht kennt, sind die Leute, die wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche aufs Handy schauen, damit über die Straße gehen und gar nicht mehr alles andere realisieren. Die sogenannte Handy-Generation ist nicht mehr bei 15-Jährigen bis 25-Jährigen aktuell, sondern geht jetzt auch schon ein bisschen ins hohe Alter rein, die wirklich nur noch darauf schauen und auch Handys nutzen, um andere Dinge zu machen. Klar, es ist perfekt für die Arbeitswelt. Man kann kommunizieren, man kann schreiben. Hat aber auch Nachteile. Durch dieses Smiley und Abkürzungen entsteht die Generation doof. Die können nicht mehr schreiben, die können vielleicht ein bisschen lesen, aber das, was sie noch können, ist ein Smiley machen oder ein LOL oder ein LW. Und dann fragt man sich manchmal wirklich, wozu haben wir damals noch Deutsch gelernt und mussten wirklich immer Sätze schreiben, sonst hätten wir Ärger bekommen. Und hier heutzutage, da wird das vollkommen ignoriert, wenn die keine Sätze schreiben. Ist aber eine andere Sache, das ist wirklich Generation nicht mehr so gut. Ja, wie gesagt, für die Arbeitswelt ist es perfekt, aber es betrifft doch die Älteren. Zum Beispiel die Erwachsenen, die selber Kinder haben. Was geschieht? Wir haben keine Zeit, ich sehe es ja selber in Arztpraxen oder wenn ich irgendwo in der Bahn bin. Kind ist laut, hier hast du Handy, spiel mal bitte schön. Dann ist es ruhig. Aber das ist total der falsche Weg. Das machen aber wirklich bestimmt 80% der Erwachsenen mit ihren Kindern. Kriegen es aber selber nicht mit und sagen am Ende, ich mach sowas nicht. Ja, das ist so, man macht es selber, man kriegt es aber selber nicht mit. Das ist wie beim Autofahren mit den Scheiben. Man schaltet, realisiert es aber nicht mehr, weil es kommt von einfach so. Für die Pausen ist es gut, dass man mal die Pause alleine machen kann. Aber wenn man nicht alleine ist, sollte man dann eher mit den Freunden oder mit der Familie, je nachdem wer eben gerade da ist und mit dem man sich gut verträgt, quatschen oder was machen, anstatt die ganze Zeit auf dem Handy zu schauen oder irgendwo rumzuspielen. Das ist die Handy-Generation. Es wird mit der Zeit immer schlimmer, finde ich. Aber damit muss man leben und dem muss man eben entgegengehen. Ja, na dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.